Das war vorbei. Ich will ja, dass du auch getrollt wirst, falls ich getrollt werden sollte, was nicht passieren wird, weil es keine Trolls gibt. Doch. Ja, da! Wow! Aber das ist eigentlich schon wirklich eine Boxershorts, oder? Ey! Nein! Deko! Ich will nicht mehr. Alter, ich will ohne Spaß. Ich will nicht mehr. Oh nein. Ja, was kommt da noch? Da hinten kommt noch eine Koralle! Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wird's wieder richtig beschissen. Herzlich willkommen bei den Lusos. Wir stehen für 100% beschissenen Content. Heute allerdings das beliebteste und beste Format auf YouTube, was nochmal extra beschissen ist. Heute in der Special Edition. Hot oder Schrott? Gemeinsam mit Deko. Wuff. Bonne, hallo Muchachos! Das Ganze auch noch bei den beliebtesten und besten YouTubern auf ganz YouTube. Ich... Schön, dass ihr da seid. Guten Appetit. Yeah. Und ein gutes Geschäft wünsche ich euch natürlich auch. Auf geht's, Hot oder Schrott. Und ja, auf das Marvin alle beschissenen Autos kriegen wird. Und ich mich köstlich amüsieren werde. Aber interessantes Setting hier erstmal, ne? Wir sollen übrigens sagen, was das für Karren sind. Wir sollen so ein bisschen raten. Ja, das ist hier LKW. Der MTL. LKW. Ganz klassisch LKW. Ich muss sagen, ich mag dunkle Maps nicht ganz so gerne. Ja, same. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum es Nacht ist. Aber soll wohl heute einfach mal so sein, ne? Was hast du? So ein... Ganz kurze Werbeunterbrechung, allerdings mit genialen Neuigkeiten. Er ist wieder da, der legendäre Luso-Shaker im College-Design, allerdings nur in einer limitierten Stückzahl. Solltet ihr letztes Mal keine mehr bekommen haben, ist jetzt der Zeitpunkt, nochmal zuzuschlagen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, den Shaker einzeln oder in einem Bundle zu holen. Sollte euer Triebwerkregal mal wieder komplett leer sein, dann empfehle ich euch den Shaker mit zwei verschiedenen Geschmäckern für 71,99 €. Wollt ihr euch mal wieder ein bisschen durchprobieren und braucht die Probepackung, dann den Shaker mit den Probepackungen für 19,99 €. Oder wollt ihr nur den Shaker haben, dann den Shaker für 9,99 €. Falls euch das etwas zu komplex war, könnt ihr auch gerne nochmal den Link in der Beschreibung anklicken. Nicht vergessen, limitierte Stückzahl jetzt zuschlagen. Und jetzt weiter noch viel Spaß mit der Folge. BMW oder sowas? Ja, kriegen wir hin. Aber meines ist kein BMW, das ist irgendwas... Digga, das ist doch 100% wieder toll, oder? Das ist ein... Erstmal habe ich hier ein Bravado. Mhm. Und ich glaube, das Vorbild davon ist eher so ein... Hat nicht Mustang auch so ein bisschen sowas in die Richtung hier? Digga, wie einfach schon wieder irgendwelche Auto-Stories erzählt. Als wenn wir irgendwas wissen davon. Hallo? Aber ja, dankeschön, René, also, ne, für diese Map. Ach, und, das wäre von René. Ja, unser Freund. Stimmt, eigentlich wollten wir gar keine Maps mehr von ihm zocken. Ne? Ja, habe ich auch noch gesagt, bevor du gesagt hast. Also als du gesagt hast, heute wir zocken was von René, meinte ich so, ja, Marvin, das, ne? Aber okay. Marvin ist wieder am gucken, dass der René hier nicht... am Rumtrollen ist. Da gucke ich mal, dass, wenn ich getrollt werde, Marvin auch getrollt wird. Ey! Ja, was machst du jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Hä? Ich lass es mal. Digga, wie easy ich dich hätte trollen können. Digga! Alter, Digga, du hast mich ja richtig weggeleckt. Gar keine Chance, der Typ. Ich kann ja überhaupt nichts tun. Hallo? Ey! Hallo? Was denn? Du spielst in dem Feuer, cruise in die andere Richtung. Digga, hier ist kein Troll. Labert er mich voll, Los, fahr vorbei. Los, fahr vorbei. Ich will ja, dass du auch getrollt wirst, falls ich getrollt werden sollte, was nicht passieren wird, weil es keine Trolls gibt. Ja. Digga, aber kein Troll? Da fahren wir nochmal an. LOL. Alter Schwede, ey. Warte ja, mal. Ja, aber kein Troll, hab ich jetzt noch nicht für bei der Map von René ein bisschen überrascht. Ich hatte ja damit gerechnet, dass ich Marvin nochmal weglachse hier. Hä? Wirklich? Nirgendwo? Oh, hier gar nicht. Fake Punkt, easy. Wir müssen eine Koralle machen hier, Marvin. Wir müssen eine Koralle machen als nächstes. Vielen Dank für eure Treue, für euren Support, für eure beschissenen Kommentare. Ich bin links gefahren. Links? Okay. Oh, du bist so weit weg. Guck mal. Danke für die Treue und danke auch für eure ganzen Kommentare. Wir brauchen eure Kommentare auch, ne? Ich sag's nur mal für euch, Muchachos. Eure Kommentare und jeder Daumen nach oben ebenso, er hilft uns. Er zeigt dem YouTube-Algorithmus, ey, die Losers, ne, obwohl die schon seit 20 Jahren das gleiche machen. Irgendwer guckt den Bums immer noch.
Das ist wichtig für uns. Also danke euch für jedes Zeichen der Aufmerksamkeit für unsere Videos. So, rechts war das, sicher? Ja? Ich bin links reingefahren und wurde dann nach da teleportiert. Okay, aber ich habe jetzt ja wieder zwei Möglichkeiten, links und rechts. Ich war, ich war sofort drin, ich habe keine Ahnung. Oh, shit, Bro. Ja, dann nehme ich... Also, wo warst du? Respawn nochmal. Wer die andere, den anderen Lachs haben. Wobei du echt wahrscheinlich die gute Karre hast, ne? Dann auch in der Mitte. Wie kannst du denn in der Mitte spawnen? Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier direkt vor mir ein und komplett links auf der anderen Seite. Wo bist du lang gecruised? Nee, dann musst du auf die andere Seite. Ah, okay. Bin links reingefahren, bin hier hingekommen. Ich habe mich hier verwandelt auf jeden Fall. Okay. Wir haben... Oh, das ist der? Das ist der Edda? Das ist der Thrax. Der Thrax. Yeah, Deko. Noch hier, der kam noch. Er hat sich gerettet. Was ist los? Kannst du mit dem Thrax eine Koralle? Ja, ich wollte eigentlich eine Asche machen. Ah, Muschi. Boxershorts, würde ich sagen. Das war Boxershorts. Oh, ja. Oh, das war zu spät. Okay, ich mache jetzt einfach die Koralle. Das ist mir zu blöd. Aber das ist ja hundertfach gebaut an der Stelle. Warum? Ist schon ein bisschen... Das macht einen langsamer. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Anschwung von hinten. Naja, man ist echt lahm dadurch. Dankeschön. Oh ja, Windschatten ist, glaube ich, echt gut. Nein! Ich fahre dir direkt hinterher. Ey, ich fahre jetzt einfach rückwärts so lang, das wird so blöd. Oh, stimmt. Ja. Vielleicht sogar auch. Ist ja eh hundertfach gebaut. Aber das ist eigentlich schon wirklich eine Boxershorts, oder? Also wenn das geht, dann hat er sich das so gedacht. Ja! Ey, das hat er sich hundertprozentig so gedacht. Richtig. Ja, natürlich! Weil das einfach hundertfach gebaut ist. Lachen wir nicht voll, Alter. Ey! Hast du verkackt? Hallo. Boxershorts jetzt. Ey, Junge! Ja, das liegt daran, dass das 20-fach gebaut ist. Ja, ich weiß. René, Junge, hör auf damit. Was baust du hier? Ah, ho. Oh, ich hab's legit geschafft. Mit Koralle, Marvin Boxershorts. Ey, da muss ich jetzt respawnen oder was? Ja, aber Digga, ich hab's geschafft. Digga, das sah so lächerlich aus bei dir. Digga, eigentlich richtig. Also, warum lächerlich. Eigentlich schon wieder respawnen? Labert er mich zu, ey. Uhu, Alter, das war... Okay, okay. Es ist ein bisschen tricky, dadurch, dass es hier dunkel ist. Ja. Oh fuck, was kommt jetzt? Ist hier eine... Ist hier kein Flugzeugpunkt, oder? Oh fuck. Auch ist wahrscheinlich ein Flugzeugpunkt. Okay, und? Ein Flugzeugpunkt? Drehen. Also jemand meinte mal, dass man das erkennt auf der Minimap, ob das ein Flugzeugpunkt ist. Nee, ich erkenne... Also es ist nur angezeigt, dass es ein Punkt über mir ist oder es ist ein Flugzeugpunkt. Also man erkennt es nicht. Okay. Danke also, der Typ, für die der vertrauensvollen hat. Infos. Man kennt ihn. Ich komme jetzt hier eine schwarze Spirale wieder runtergefahren. Ich hoffe, du verkackst. Ja, nee, ich hoffe, hab's. Du verkackst. Alter Junge, also es kommt einiges, ne? Dass jetzt wegen so einem komischen Männerding jetzt hier wieder noch stundenlang eine Koralle abchecken muss, weil. Ja! Ja! Baby! Digga, da kam eiskalt ein MG-Flip, ne? Es ist so hässlich, dass alles dunkel ist. Ja. Es auch teilweise jetzt auch echt schwarze Bauteile, dass du richtig schlecht sehen kannst. Deswegen ja auch Haar, ne? Für mehr Durchblick, you know? Achso, ja. Machen wir mal. Alter Schwede, die Koralle ist echt gar nicht so einfach mit dem wenig Speed. Aber eigentlich haben wir gesagt, es ist keine Boxershot, wenn er nichts dagegen gebaut hat, ne? Muss man an dieser Stelle auch nochmal festhalten. Wann haben wir das gesagt? Oh, ich hab's schon wieder geschafft, Marvin. Du hast auch den X21 Ja, hallo, das ist ja jetzt irrelevant, ja? Ist so ein Chaco, ey. Mega. Ich glaub, ich verkack's nochmal, komplett. Ja, du weißt aber ganz genau, dass ich. Aber ich hatte das Gefühl, mit Rückwärtsfahren waren wir da ziemlich schlecht, oder? Nee, ziemlich schlecht. Also, dass wir nicht voll genug abgebaut sind. Ey, doch. Ey, das ist. Aber auch, warum? Warum schwarz in der Nacht? Man sieht nichts. Ja. Sag nicht, der MG ist auch noch in schwarz. Doch. Ja, da, wow. Hab ich da verkackt. Alter, in den Container. Alter. Digga, da hat man überhaupt nichts gesehen. Ja.
In der großen Tube, wo du jetzt reinkommst, ne, musst du Koralle machen, oben Flugzeugpunkt. Ja, du kannst aber auch unten fahren. Okay. Ich mach mal reinfahren, Koralle. Ey! Nein, Deko! Ey, Marvin, ey. Du dreckiger kleiner Hodenkasper! Ich hab's Eisgeld noch geschafft, ey, zum Glück, Fick dich, Alter, ich komm jetzt entgegen und fick dich weg. Ich hab die Koralle verkackt. Digga, mit dem X21 ist die Koralle echt easy. Warte! Wow! Boah. Alter Schwede. Ich bin weg, du hast Platz. Ich mach jetzt auch nochmal, wie viele Runden bist du gefahren? 8? 2. Pass auf, okay, dass du nicht auf die Auffahrt wieder auffährst. Irgendwie. Also eigentlich, ja. Dann ist es easy. Ich hab trotzdem verkackt. Wie? Wie kann es denn eigentlich easy sein, aber du verkackst trotzdem? Ja, ich hab danach wenig Glück bekommen. Bin aber runtergerutscht. Oh, Digga, endlich bin ich durch, ne? Meine Herren, ey. Also für den X21 hätte das aber auch ein First-Try-Punkt sein können. Ja, aber du hast den MG wirklich sehr schlecht gesehen. Ach shit, aber beim Second-Try kamst du mir entgegen. Ich überlege gerade, ob ich wiederkommen kann. Ich würde vielleicht unten auf die Plattform springen und da alles neu machen. Oh, endlich einen grandiosen Try gehabt, ey. Bitte, Digga, bin so ein abnormaler Profi, ey. Wer seid ihr, AMK? Ich mach hier. Ja. Hallo! Ja, man sieht gar nichts! War das hier oben? Denk an den. Ja, oben fahren. Alter. Erst so. Oben fahren, oben. Ey, man sieht ja nichts! Und jetzt kommt der MG. Naja. Also, mit dem X21 First Try, wirklich. Ey, dass du da so verkackt hast, ist ja peinlich, ey. Ich fahr schon mal weiter. Was hast du als nächste Karre? Hallo? Ich hab den Ignus. Den Furia. Okay. Also, der Furia, ich glaube, da Ignus, haben wir 100, Furia Ignus. 100% Raid, weil da steht hinten drauf, hallo. Ich hab's aber so auch schon gesehen. Ja, dann fahr weiter. Ich schaff's jetzt eh Second Try, weil der Punkt eigentlich mega easy ist und... Ja, hallo. Ich guck mal, ich glaube, hier kommen wieder so Parts, wo du hinten in die Edwards reinspringen musst. Ja. Ah, okay, wir fahren auf den Edwards hinten drauf. Was... Oh, da ist... Ja! Nein! Warte, ich könnte aber so fahren. Ich kann nicht oben fahren und dann einfach wenden? Ja, ne? Ich hab den Bremssprung jetzt so eingesammelt. Boah, das krieg ich doch niemals hin. Nein. Digga, ich komm nicht mehr in den scheiß Container. Oh. Ah, ich soll jetzt hier rauf droppen oder was? Und jetzt soll ich wieder hier hoch und da rein droppen. Nein, beleidige erstmal René. Hallo! Beleidige erstmal René. Hallo René, Junge! Kann man so scheiß Maps bauen? Eigentlich, die Losers... Ich kann nicht zum sechsten Mal auf dieser Map in so einem scheiß Container hängen bleiben. Die Losers, die wirklich davon profitieren und nur dadurch irgendwie tagtäglich Content bekommen, weil die Muchachos, fleißig wie sie sind, jeden Tag arbeiten, fertig, brezeln und die Losers sie dafür auch noch richtig beleidigen. Wo warst du denn? Links oder rechts? Aber dafür sind links, wir da, Muchachos. Ja, links. Wir sind da für die Beleidigung. Baut gerne Maps, wenn ihr auch mal beleidigt werden wollt. Easy. Und danach? Easy. Links oder Thema. Rechts? Machen wir gerne. Ich hab in den ersten da vor mir stand. Ja, ich hab jetzt hier links und rechts ein, ne? Wäre gut, wenn du mir nochmal Bescheid gibst. Keine Ahnung, wo soll ich wissen? Wär's mal irgendwie angenehm, wenn du dir merkst, wo du den Punkt genommen hast? Ja, ey, aber ohne Spaß. Komm hierher, du Lappen! Hä, warum? Ich spawne woanders! Ja, dann sag mir doch, ob ich hier oder auf der komplett anderen Seite. Jetzt respawn, du Lappen! Junge, was verstehst du nicht? Ich spawne... Ich war auf der... Auf der rechten Seite, glaube ich. Ich bin von rechts rübergefahren nach links und hab mir da den Punkt eingesammelt. Den Punkt. Ja, respawn einfach. Gib mir Bescheid. Warst du direkt bei den Edwards oder komplett da, wo die Tube ist? Was meinst du? Wenn du mal respawn würdest und mit dir das anschauen würdest, müsste ich hier nicht wie so ein Sprachbehinderter dir das erklären. Ich bin schon durch, verfickte Scheiße nochmal! Ja, wenn du einfach durchfährst, selber schuld! Hier bin ich, was soll ich? Ich kam von hier! Hier bin ich angefahren! Okay, dann
weil hier ist auch ein Punkt. Hier hinten. Junge. Aber bitte, René, was ist das wieder für eine Scheiße, Alter? Dass du da verwandern in den Teleportpunkt reinmachst und dann nochmal, okay, ja, also jetzt nochmal kannst du nach rechts oder nach links fahren, also, warum, Alter? Einfach warum? Hast du den nein, T20? Nein, doch, du musst hier rein. Hä, das ist der Osiris. Du musst dann danach den Vault wahrscheinlich nehmen, ne? Ja. Geh weg mit deinem Lachsauto, ey. Deine Chance gegen Kante. Da bist du durchgekommen? Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Beim Container verkackt oder was? Ja. Ja. Ich liebe diese. Nein! Kann ich mich wieder retten? Hallo! Hallo! Ja, kannst du, mach ich auch. Okay. So, und jetzt wieder los. Ach so. Ich habe auch nicht Fernlicht eingeschaltet. Ich habe doch nichts gesehen. Kein Wunder. Ja, kein Wunder, dass du so schlecht bist. Ein paar Sekunden später. Ey, jetzt hab ich. Ey, Junge, ohne Spaß, Mann. Ja. Ja. Hier wieder durch und jetzt fahren wir auf dem Wallride. Und jetzt kann man nicht mehr verkacken, oder? Ach so, nein. Ja, beim Container durchfahren verkackt. Oh, ich bin oben gefahren, das war's. Ja. Hab ich dir ja gesagt. Bei dem Container habe ich gerade verkackt. Da bin ich durch und jetzt kommt wahrscheinlich noch, ja, ein schmutziger. Wechsel. Ja, habe ich auch. Und ich glaube. Oh nein. Ja, was kommt da noch? Da hinten kommt noch eine Koralle. Ah, doch, ja, doch. Da habe ich zum ersten Mal verkackt. Oh, was? Ach so, nee, das ist nur so ein Ding, wo man, durchfährt. Ja. Oder? Ja. Ah, hier. Oh mein Gott, Uff. Ist hier nochmal irgendwas? Hi. Ach so, jetzt? Ich muss wieder zurück, oder was? Ja, also denke ich mal. Ach so, hier rüber? Ah, nein! Ja! Nein! Ich hab... Nein, ich hab verkackt! Ey, Junge, dieser Weg auch mit diesen ganzen dreckigen Scheiß-Flips in diese Scheiß-Edwards rein, Alter. Nein, ich bin, glaube ich, falsch gefahren, oder? Nein. Nein. Ey, wir kippt einfach ab! Ey, nein. Ich bin erstaunt, was für ein heftiges Skill wir an den Tag legen. Verkacken wir mich bei irgendeinem Scheiß-Container. Okay, da muss ich dann hoch, okay. Ey, jetzt habe ich hier den... Ey, das ist so todesunschmutzig, Digga. Nee, ich will nicht mehr, ich will ohne Spaß, ich will nicht mehr. Bleib bei Verstand. Weiterdenken, Deko, weiterdenken. Ey, ohne Spaß, ich würde am liebsten hier jetzt Alter 4, ne. Also das geht mir gerade so hart auf den Piss, der Scheiß. Einfach so unschmutzig, es macht so keinen Spaß, das zu fahren. Ey, nein, man muss alles zurückfahren. Alles, ja, alles. Ja? Ja. Oder? Nein, wie komme ich... Wie? Was? Was ist das hier? Da kann ich nicht bei irgendeinem Scheißcontainer. Okay, da muss ich dann hoch, okay. Ey, jetzt habe ich hier den. Ey, das ist so todesunschmuff, Digga. Ich will, Alter. Ich will nicht mehr, Alter. Ich will ohne Spaß, ich will nicht mehr. Aber was du auch da alles machen musst. Ja, ey. Ja und ja. Nein. Wieder zurück, ja. Ja, okay. Jetzt irgendwie oben fahren. Los! Ja! Okay, das war's. Was muss ich jetzt machen? Digga, was? Ich hab gerade so Angst in meinem Höschen, Digga. Noch kein Punkt? Oh, jetzt habe ich den Punkt. Alter! Ey, du musst doch so viel Scheiße machen, ne? Alter! Ey. Ja. Ich bin danach links. Ich bin jetzt danach wieder oben. Danach kommt Eisgard Motorrad, ey. Hab ich geschafft. Oh, oh mein Gott, Ich noch wieder. Okay, das gibt wieder. Habe ich, jetzt kommt der Container, bei dem ich ganz häufig verkackt habe. Habe ich, jetzt kommt die Klammer oben.
Habe ich. Jetzt fahre ich wieder auf die Edward-Scheiße auf. Achso, fährst du gerade zurück? Ja. Okay, die Scheiße, wo... Ja, die schwierig ist, hochzufahren, da musst du nicht komplett zurückfahren, ne? Da bleibst du bei dem Gitterkreis. Du musst da nur die so ein drehen einmal, so komisch drehen. Was? Du springst da auf jeden Fall nicht rüber. Aber... Ja, hallo. Nein, ich bin falsch gefahren. Ey... Fahr weiter. Ohne Spaß, Alter. Genau das, was du meinst. Ich bin da wieder rüber geflippt. Ja, du musst da... rausfahren müssen. Ja. Ey, Digga. Ey, einfach Wuser, Alter. Einfach Wuser. Was für eine dreckige Scheiße, Alter. Was für eine dreckige Scheiße. Ohne Spaß, die schlechteste Map, die René jemals gebaut hat. Aber auch weiß nur, weil... Ich weiß nicht, ob wir schon Maps von ihm gezockt haben. Irgendwie von ganz vor Anfang oder sowas, aber... Ja, das sind aber diese komischen Stangen da. Ich kann die auch nicht ab. Ja, die Stangen, die Wegführung, so. Woher hätte ich jetzt gerade wissen müssen, dass ich dann nicht wieder wie vorher auf den ganzen Scheiß zurückfahren muss? Woher hätte ich wissen? Wie? Oh, du bist zurückgeflippt. Oh ja, das ist schade. Oh, ja, dann musst du leider zum 12. Mal also vorne fahren. Hi. Ja, René, du bist der neue Silber. Herzlichen Glückwunsch. Oder der alte Silber. Und das, obwohl jetzt gerade sogar Mythia versucht, der neue Silber zu sein. Wir haben sehr viel Anwärter für den neuen... Für den neuen Silber. Ey. Ah, nee, warte mal. So, und dann muss ich drehen, glaube ich. Digga, ich weiß gar nicht, wie der Scheiß hier gehen soll. Ja, aber... Also, nein. Ich hab wieder verkackt. Bin ich ja wenigstens richtig gewesen jetzt? Oh, finally, ja. Ich wäre richtig gewesen. Aber weil das kein richtiger Flip ist, sondern du quasi einfach nur geradeaus durchfährst, war ich falsch rum. Also mit den Reifen nicht an den Stangen dran, sondern an dem Ballride von hinten. Ja. Und damit darf ich alles von vorne fahren. Aber, weißt du jetzt, wie das geht? Ja. Also... Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Achso, aber okay. Ob ich das nächste Mal wieder da lang fahre und wieder falsch rum ankomme. Digga, ich war auch so froh, dass ich das First Try gemacht habe, ne? Digga. Ey, ohne Spaß, René, das ist echt schon eine Frechheit, ey. Ich find's richtig frech. Ja, okay, damit ist Silber und René jetzt auf einer Stufe. Das würde ich nicht sagen, Silber hat seinen Mann schon ordentlich gefestigt. Aber René fängt auf jeden Fall an. Er fängt an, Silberpunkte zu sammeln, könnte man sagen. Können wir Silber ja das nächste Mal sagen, wenn wir unsere Challenge da haben, dass er jemanden hat, der gerade seinen Thron einnehmen möchte. Und René ist übrigens dicke mit Skyfall. Und Skyfall ist ja jemand, der so richtig gestört, kranke Automatic-Maps gebaut hat, wo alles haargenau funktionieren muss. Und ich glaube, die sind da so ein bisschen Yin und Yang-mäßig unterwegs. Bei Skyfall läuft alles smooth und bei René nicht, oder wie? Ja, also muss ja, ne? Ey, jetzt habe ich hier den Schmutzigen auf dem Rückweg verkackt, ne? Ey, ich habe ehrlich... Ich kämpfe mich gerade nach vorne, Deko. Ich kämpfe mich wirklich nach vorne. Es tut echt weh, Alter. Es tut zu schaffen musst und nichts davon macht Spaß. Und ich fahr's einfach seit 20 Minuten. Ich hoffe, dass es davor noch wieder besser wird. Das hoffe ich auch. Digga, ich bin so dämlich. Ey. Oh. Digga, richtiger Profi in diesem Modus. Wusa! Und muss mir keinen Kopf darum machen, dass ich nicht genug Salz habe für die nächste Lieferung von Rüstung für Mordor. Ich kann direkt die Armee von Mordor ausrüsten und noch die Klonkrieger-Armee von Star Wars. Ich bin jetzt bei Punkt 40 gleich von 63. Die Map hat übrigens ganze 2%
Und wir sollen ja eigentlich auch immer die Autos benennen, ne? Brudi, keine Ahnung. Hey. Benefaktor. Ja? Deko, ja? Ich weiß schon. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr beschweren darüber. Ich will mich gar nicht mehr beschweren. Es ist. Achso, ich glaube. Ja. Ich bin sogar durch. Bitte. Bei mir sind jetzt ganz viele Verwandler. Nochmal, ich glaube, alle Autos, die so dran gekommen wären. Wir haben den T20, wir haben Furia. Ich schaue jetzt nochmal Barty. Und der andere. Ja, du hast einen. Du hast dann eiskalt, ja, die Faggio. Aber ich finde, das war jetzt cool, wenn man noch ganz Faggio viele Punkte extra hat, dass man nochmal alle Durchläufe sehen kann. Alle Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge. Eigentlich eine gute Idee, ja. Eigentlich eine gute Idee. Also, René, neben dem ganzen Hate bekommst du auch heute mal was Positives mit. Ich wollte jetzt gerade noch einen Witz machen, aber... Lass das mal. Warte mal, was bin ich hier? Ich hab jetzt wieder oben diesen kleinen Flugzeugpunkt eingesammelt, dann muss ich jetzt wieder zurück. Ey, und ich bin wieder falsch rum, ne? Ich bin wieder mit meinen Reifen am Wallride und nicht an den Stangen. Jetzt kann ich nicht hier oben, wenn ich flippen müssen, rüberflippen. Ey, Junge, also... Ich erlöse dich! Ey. Ich kann schon, mir fällt echt das... Ah. Das war schlimm. Also, davor ging's ja noch einigermaßen, aber dieser Punkt hier... Der war mit das Schlimmste, was ich in 6 Jahren GTA-Geschichte gefahren bin. Die Salzmine, er ist auf jeden Fall da, Muchachos. Ja, viel Spaß beim selber spielen. Jetzt wisst ihr ja so ungefähr, wie der Lachs funktioniert. Ja. Und ja, René, also die letzten beiden Maps, die sind jetzt nicht ganz so gut angekommen. Vielen, vielen Dank trotzdem weiter für deine Einsendung. Herzlichen geht raus von meiner Wenigkeit. Und habt noch einen schönen Tag. Bis dann, reingehauen.